Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Asnand. Im letzten Part haben wir endlich angefangen, uns durch die Minispiele zu kämpfen. Ein paar Aufgaben beim Pre-Apporter-Spiel haben wir auch schon ein paar, haben wir schon gemacht. Jetzt sind wir nur bei Brenda hängen geblieben, der Mutter von Luke. Die hat uns noch beim letzten Mal gesagt, sie möchte so einen Miniaturhut haben, noch dazu, zu dem Outfit, was wir jetzt schon sehen. Was ist hier aber Miniaturhut? Will Schleier Rose vielleicht haben? Dann brauche ich auf jeden Fall was Gelbes. Dann muss ich hier was ändern, dass es wieder das Ganze ausgleicht. Oder wenn ich die jetzt hier wieder wegnehme, das muss ich mir nur merken. Warte mal. Ich muss mal ein bisschen so. Ich kann ja gar nicht sortieren, das ist ja blöd. Nee, irgendwas habe ich hier. Stopp. Ich brauche irgendwas Gelbes, was da. Ha, ist blöd. Kann ich auch nicht nehmen. Das will wir. Ich brauche ein paar Sterne wieder. Ich muss gucken, was ich als gelbes Ding nehmen kann. Was brauche ich denn für Gelb? Käppchen Ursin ist es nicht. Brauche ich dich dann? Ich glaube ja. Ich brauche jetzt bei jedem nochmal anderthalb Sterne. Das ist es nicht. Ist auch nicht. Das gefällt mir noch nicht so richtig hier. Wenn ich jetzt das noch mache, habe ich noch irgendeine Schleife, die mir da hilft? Kann es sowas sein? Ah, da fehlt aber noch was. Und dieser Zeigstock, der gefällt mir auch nicht wirklich. Den kann ich natürlich austauschen. Oh, Engel. Gala und Laufsteg. Würde ich da sowas nehmen? Vielleicht den Koffer gelben. Dann kann ich das hier wieder austauschen. Brauche ich nur was für anderthalb Sterne? Da unten habe ich sowas. Ich fürchte nicht. Dann muss ich hier wieder was austauschen. Dann würde das passen. Und hier ein bisschen mehr. Ah, wie komme ich denn jetzt genau auf die Sterne hier? Ah, komm schon. Irgendwie muss das doch funktionieren hier. Das ist schon gelb eigentlich. Nehmen wir das hier. Das muss doch genau passen, oder nicht, wenn es perfekt sein soll. Ich nehme jetzt erstmal das hier, dann haben wir schon mal drei Sterne und noch mehr. Und da hat sie auch was Gelbes. Und zum, ob das als Miniaturhut gilt, ich weiß es nicht. Wir können es ja mal ausprobieren. Vielleicht sagt sie uns dann noch was Wichtiges. Also Luke, seid ihr fertig mit meiner Garderobe? Ja, Mama, schau mal, gefällt dir das hier? Oh, man sieht gleich, dass ihr euch richtig Mühe gegeben habt. Aber irgendwas stimmt daran noch nicht. Das dachte ich mir schon. Hinbei würde ich gerne etwas in meiner Lieblingsfarbe tragen. Das wäre das Allerliebste, glaube ich. Okay, da möchte sie das Gelbe haben. Du liebe Zeit, Kleider aussuchen ist ja viel schwieriger als Rätsel lösen. Das können wir schon. Na, wer schön sein will, muss eben leiden. Und mich mal auch, wer andere schön machen will. Und vergiss nicht, diese Zusammenstellung ist schon mal gar nicht so schlecht. Ändert sie also nicht allzu sehr, ja? Okay. Das heißt, diese Hose will sie in ihrer Lieblingsfarbe haben. Okay, das heißt, es fehlt noch ein halber Stern da. Diese Schuhe sind ja an sich ganz gleich. Wie komme ich auf genau das, was sie haben will? So schon mal nicht, das wäre auch blöd. Ich kann zumindest mit dem Zeigestock den... Passt das zum Outfit? Ich muss was austesten. Nee, das kann so auch nicht funktionieren. So funktioniert es auch nicht. Sie will diesen ganz bestimmten Hut haben. Aber wenn ich, also wenn ich die Schuhe jetzt weglasse, dann könnte das ja passen, aber... Ich nehme den Stock auch weg. Ich habe es gerade richtig gesehen. Aha, dieser komische Stock hier, der würde sogar was wieder wegnehmen. Ach, du hast... Ach so, du warst das. Ich habe das eine übersehen hier. Dann nehme ich dich hier. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da oben Spaß plötzlich noch dabei war. Das wollte ich ja gar nicht. Dann nehme ich die Schuhe noch, oder...
Ah, wie komme ich denn jetzt genau auf 3 Sterne bei beiden Werten? Das ist ja echt nicht so einfach. Entweder ich nehme die Flügel oder den Zeigestock. Was anderes hilft mir da nicht. Das passt so nicht. Das passt so nicht. Hier wollte sie einen Miniaturhut, hier wollte sie was Gelbes haben. Was ist ein Miniaturhut für sie? Das hier? Festliche An... Oh, nee. Das muss schon so sein, aber wie komme ich... Wie kriege ich die Sterne jetzt hier voll, Mensch? So schon mal nicht. Das ist echt nicht einfach. Okay, wobei ich bedenken muss, ich habe ja zu jedem der 5 Teile hier, ich habe ja hier was für den Kopf, Oberteil, Hose, Schuhe und Accessoires, also hier die Flügel zum Beispiel, sind insgesamt 5 Sachen und zu jedem habe ich 8 verschiedene Teile und es gibt ja 8 verschiedene Personen, das heißt, ich muss jedes Teil einmal verwenden. Und das heißt, einige sind ja schon draußen. So, mir fehlt jetzt ein Stern. Ich werde trotzdem fertig drücken, um herauszufinden, was bei ihr noch fehlt. Na, Luke, habt ihr mir etwas Schönes ausgesucht? Blablabla, den Text kennen wir schon. Das brauche ich nicht nochmal vorlesen. Okay. Oh, also diese Kleider sind sehr schön, nur sie sind nicht so einzigartig, wie ich sie mir gewünscht hätte. Ich weiß nicht, ob das deinem Vater dem Atem verschlagen wird. Dann zeig sie ihm nicht, ja? Ich sage, ich weiß. Versuch doch nochmal, mir etwas zusammenzustellen. Es sollte auf Galon Laufsteg gut aussehen. Ja, wird sofort erledigt. Okay. An diesem Sinne ist es dann ein Fehlgriff, okay. Das heißt, ich muss erstmal 3 Sterne schaffen und dann muss ich bewerten, dann kann ich erst bewerten lassen, ob ihr irgendwas dann daran nicht gefällt. Was bedeutet, erst dann kann ich sagen, was sie daran nicht mag oder was sie noch verbessern würde. Erst dann kann ich also einen Tipp bekommen. Das zusammen. Nee. Oh, Leute. Dann nehme ich jetzt mal die Bluse hier. Da habe ich jetzt ein paar Sterne mehr. Ist mir jetzt auch egal. Ich will jetzt nur was von ihr hören. Also, seine fertig mit meiner Garderobe. Ja, bla 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 bla. Oh, was ist denn da? Okay, da stimmt noch was drin. Okay, als erstes wollte ich lieber was Extravagantes, das völlig aus der Rolle fällt. Das Verrücktes. Okay, das haben wir bestimmt. Und es ist nicht dieser Stock. Das heißt, sie will wahrscheinlich wirklich diese Engelsflügel haben. Oh Gott, ich verstehe Frauen einfach nicht. Warte, wo ist meine jetzt? Okay, aber jetzt passen die ja gar nicht mehr. Oder ist das, ist hier irgendetwas Verrücktes? Ein majestätischer Look für wahre Modekönigin. Hauen Mode kann da oben gelegentlich auch wörtlich. Aber Wolke 7 mit diesem himmlischen Accessoire? Die nehmen hier, ja, dann würde ich was anderes wegnehmen, was dann nicht mehr dazu passt. Okay, das dann nehme. Das heißt, jetzt fehlt erstmal ein Stern. Das ist blöd. So kann ich das nicht. Okay, 3 Sachen wissen wir eigentlich schon. Da kann man eigentlich nicht mehr viel umändern. Wenn ich die jetzt noch dazu nehme, ah, wie kriege ich jetzt die Sterne voll? Selbst so kriegt ihr nicht voll. Wie mache ich das jetzt? Ich meine, ich habe nicht mehr viel zur Auswahl, Leute. Da ist wirklich gar nichts mehr. Es sind wahrscheinlich wirklich diese Engelsflügel. Dann wollte sie das, die Hose oder was auch das sein soll, dieser Rock in Gelb sein. Und so ein Miniaturhut. Ich meine, was soll ein Miniaturhut sein? Sowas doch nicht. Oder will sie sowas haben? Das passt ja eh nicht rein in das Ganze. Diese Krone? Will sie die Krone haben? Das ist echt nicht einfach. So komme ich doch nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Wo ich schon sagen muss, das Outfit ist echt sehr ausgefallen. Ich muss doch nur diese 3 Sterne wieder vollkriegen. Das ist so schwer. Also ich glaube, eine Frau hätte hier mehr Chancen als ich. Kann das sein? Was würdet ihr so sagen? Würdet ihr so schnell auf die Lösung kommen? Ah, ich brauche bei Gala einfach nur genug Sterne. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Wenn ich so eine Bluse nehme und dann irgendwo die Sterne wieder wegbekomme. Aber es wird so nichts.
Also so muss es eigentlich aussehen bisher, wenn ich das hier habe, das hier und das hier. Diese beiden brauche ich. So, wie kriege ich jetzt Punkte bei der Gala? Und zwar so, dass ich woanders keine bekomme. Ach, ich glaube, es ist mir jetzt auch egal. Probier mal was aus. Ob es egal ist, ob ich auch andere Sterne irgendwo habe. Aber selbst das reicht ja nicht aus für Gala. Meine Güte, wie kriege ich denn jetzt Gala zusammen? Sind es doch nicht die Flügel, die sie braucht? Ah, Gott. Den Zeigestock wollt ihr nicht haben. Das hatten wir eben ausprobiert. Das ist so verdammt schwer jetzt. Und das ist erst das dritte Rätsel. Und wisst ihr was? Ich gehe erstmal zurück und mache was anderes. Wir probieren es irgendwann anders mal aus. Ich würde sagen, vielleicht haben wir mehr Chancen bei ihr, wenn wir bei den anderen ein bisschen was gemacht haben. Dann bleiben ein paar Teile übrig. Gut, gehen wir zu Marcella. Spaß, genau 4 Sterne. Sport, 3 Sterne oder mehr. Interessant. Dann sprechen wir mal mit ihr. Hallihallo, ihr seid doch die, die schöne Kleider für andere Leute zusammenfummeln, richtig? Nun, zusammenfummeln wäre vielleicht etwas lapidar ausgedrückt, aber im Großen und Ganzen haben Sie völlig recht. Na, jedenfalls bin ich mir da sicher, dass ich mir etwas Tolles finden könnt. Wollt ihr es nicht versuchen? Ich hätte gerne etwas ganz in hellen Farben. Etwas Bequemes, das man richtig gerne trägt. Und sportlich soll es auch sein. Helle Farben. Das klingt absolut machbar. Eine Kommode, Garnitur, also für Sport und Spaß, richtig? In frischen Farben, nicht zu gediegenes. Ich habe mal eine Samtsandaletten im Pfüffelingssacker verloren. Das war kein Spaß. Sie gehen mit Sandalen aufs Feld? Na, meine Silberstilettos hatte ich doch Hallimasch zum Bürsten gegeben. Jedenfalls war die Sache tragisch. Das sage ich Ihnen. Oh je, Professor, ob Marcella uns nur verulken will? Dann stellt ihr mir etwas Spaßiges und Sportliches zusammen, ja? Ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch schon riesig. Anders soll das heißen, das, was ich bei Brenda bereits markiert habe, das muss nicht unbedingt bei ihr sein. Jetzt will sie helle Farben haben. Helm-Rennstreifen. Also wenn das nichts Sportliches ist, dann weiß ich auch nicht. Also was kann ich hier noch so hinzufügen, was Sinn macht? Das könnte ich machen. Helm-Querstreifen. Theoretisch. Das macht keinen Sinn. Eigentlich macht nur das hier Sinn. Jetzt die Frage, wie komme ich genau auf diese Sterne? Das wird gleich mal einfach Ruckschmetterling. Sport und Spaß. Jogginghose. Alles klar. Schuhe, irgendwas Sportliches. Pantoffeln Felix. Das ist natürlich absolut sportlich, wie ich finde. Das sind auch helle Farben. So, wie hat sie gesagt? Sport genau 4, ne? Oder... Spaß hat sie genau 4 gesagt, okay. Ja, wie komme ich denn jetzt genau darauf? Das ist schwierig. Kann ich hier irgendwie... Kann ich in irgendeiner Form was Gutes machen hier? Was Sinn macht? Nee, eigentlich... Ich kann nichts hinzufügen, glaube ich. Obwohl das hier... Genau die Tasche, die ich bei Marcella schon, die Mona schon trägt. Ist das möglich, dass ich die auch nehme? Ich habe mit Sport 3 oder mehr. Ich habe 3,5 und bei Spaß habe ich genau 4. Und das ist an sich eigentlich auch gar nicht mal so unsportlich. Probieren wir mal aus. So, ein Stück ist bereits vergeben. Soll es an die Sekunden gehen? Okay, dann kann ich das doch nicht nehmen. Alles klar. Ich habe es anders gesehen. Das ist natürlich blöd jetzt. Kann ich da irgendwie was hinzufügen, was Sinn macht? Gott, wie mache ich das denn jetzt? Meine Lieben, wir machen erstmal Pause für heute. Das heißt, im nächsten Part geht es jetzt weiter bei Marcella. Mal gucken, ob wir irgendetwas Sportliches und Spaßiges da zusammenbasteln können. Ich glaube, wir haben schon ein paar Probleme beim Accessoire. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.